Willkommen zur nächsten Folge Stationeers. Ja, Leute, heute musstet ihr lange warten. Wenn ihr die Folge seht, dann habe ich sie gerade aufgenommen. Gerade fertig. Gerade gerendert, gerade hochgeladen, alles gerade passiert. Leute, wir haben eine Anfrage aus der Community. Schauen wir uns mal eben an. Die Autofeuer von Ace funktioniert nicht. Und ich habe das Video, was wir jetzt uns angucken, das habe ich schon vorab gesehen. Aber seht selbst, ich habe in den Spielstand aber noch nicht reingeguckt, ich habe aber alles vorbereitet. Also. Hallöchen. So, ich zeig mal ganz kurz mein Problemchen. Geht wieder übrigens um die Autokonferenz, Freunde. Mein Sorter. Dankeschön. Der funktioniert auch. Ist auch alles hier beschriftet. LMA. Ja. So, und hier. Nur das Problem ist, wenn ich jetzt. Jetzt fordert er wieder Gold, Kupfer an. Jawohl. Und Eisen auch, habt ihr, ne, habt ihr den Barren gesehen? Geht es immer auf und zu? Ja, das ist auch normal. Wo noch gar nichts fertig ist. Das spielt hier überhaupt keine Rolle, aber es ist der richtige Stoff schon so, drin, deswegen fängt er ihn an auszuwerfen. Ich schmeiß trotzdem, obwohl das auf der linken Seite ist, immer den Stiel und dann ab und an schmeißt er auch dann hier rein. Eigentlich direkt wieder neu Eisen, obwohl gerade Kupfer war. Mit Anforderungen funktioniert. Ja, Stahl kam immer mit raus, ne? Hier genau das gleiche, obwohl es noch nicht fertig ist. Geht das soll so sein. Zu. Ja. Und dann geht es wieder auf die andere Seite. Gut. So, das war das Video. Wir gucken mal rein beim Kollegen. Ich weiß schon wieder 100%, was passiert ist, ohne dass ich es gesehen habe. Na, kleiner Robo. Huhu. Huhu. Rinn ins Loch. Die Scheiße. Ach, die Scheiße. Ah, oh, ein bisschen creepy ist das auch, ne? Also, nicht böse gemeint, ne? Also, Kollegen, ihr seht hier, hier ist nichts. Mars-Base ohne Mars. So, Leave Session, Exit. Load World. Ah, da. Seht ihr das? Mir sind die jetzt natürlich alle gleich, ne? Ja, da müssen wir jetzt erstmal rausfinden. Ich habe ja die Datei noch da, die Originale. Welches Backup hat welches Änderungsdatum? Ach, alle dasselbe. 899, ja, ja. Hm. Ist so. Puh. Dritter, das ist heute. 17:02, das ist alles heute. Ja, ich nehme mal an. Achso, nee, das nicht. Das. Wir nehmen mal das Backup. Da. Na, kleiner Robo-Freund. So, Verbrennungszentrifuge. Nicht so fertig. Würde ich mal so sehen. Mal gucken, ob wir noch was anderes bekommen. Aber ihr seht ja. Ich glaube, ich nehme nur mal die 104. Vielleicht ist ja das irgendwie.
Das Lädeste. Oh ja, hier sieht es schon besser aus. Hallo? So. Ah ja. Nicht in Betrieb genommen. Ist hier 11 Slave. Noch nichts in Jange. Gib die Order. Import. Edit. Steht alles noch auf Null. So. 150. Confirm. Export. Da ist die Anforderung. Jawohl. Jetzt schmeißt er ja, ne? Das ist so. Ist das jetzt hier drinnen gelandet? Konstanz nix. 100 Copper. Konstanz nix. Immer noch Eisen. Ist hier rausgeflogen. Okay. Gut. Ja, dann bauen wir das eben von hier eben auf, ne? Gut. Wo ist der Computer? So, 0. Confirm Export. So. Macht nichts mehr. Und abgeschaltet. So, also es gibt hier ein Sorderproblem sozusagen, Freunde. Na? so ein Sorderproblem. Ich kann hier auch nicht Ü drücken. Also wenn, dann sind die Saves für mich. Ich kann denn da nichts machen quasi. So, warte mal, wie geht er denn jetzt überhaupt so? Den auf, den auf. Ne? So, den anziehen, den da hoch und auf. So, was hast du denn jetzt hier? So, SOAF Inget. Und darüber ist SOAF Steel. So, und von da aus geht das einmal in die Maschinengas. Und einmal hier in der Stielgeschichte. Was bist du denn? Sorter-Stil, den habe ich da aber nicht hingebaut. Sorter Gold. Doch. Achso, und da ist der Stecker. Ja, du, die Anfrage ist ja klar. So, SOAF Steel. So, wir haben jetzt zweimal da. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier was finden. SOAF Inget ist auf Inget eingestellt.
Ja, so weit, so gut. Das heißt, der Ingrid, der gibt es immer right aus. Genau. Du gibst es immer right aus. SOAF Ingrid, so. Und jetzt haben wir hier SOAF Steel. Wo wird denn der gesteuert? Der wird bestimmt in der Sorter-Card gesteuert. Sorter gab es ein extra. ICAF Sorter. Da importen wir das mal. So. Aber. SOAF Steel. So. Das heißt, RTG. RTG Steel. Hier ist RTG Steel. Setbatch Network. SOAF Steel. So, gucken. Ja. Wenn ich hier SOAF Steel sehe, dann muss er da sein. SOAF Steel, da ist er. Hat keine Whitelist. So. So. Output. Output 0 oder Output 1. Output 1. Wann nimmt er die Richtung Stil? Er nimmt es dann, wenn ICAF Silo 910 was Bestimmtes hat. So, aber wir machen ja den. So, Steel Output 0. Steel Output 1. Ja, immer hier, ne? Ich kann mich auch mal verschrieben haben. Sorte Hash, so. Wann geht der RTG Steel? So, wann geht der hätte, Mode 2, Mode 2, Mode 2, Mode 2. Ja, das passt. Hier hat er tatsächlich 0. So. Order Steel. Aus Housing. Not equal zero. Das ist auch der erste, den er hat. Jetzt ist natürlich die Frage, hat er eine Anfrage? Nein, der ist bei 0. So, wenn der bei 0 ist, dann gucken wir jetzt die nächste Geschichte. Wie die Reihenfolge ist. So, guck mal hier. Steel 0. Und da ist RTG MA. Achso, ne. Richtung Steel ist 0. Hier ist 1. Da ist Steel 1. Da ist Steel 1. Da ist auch Steel 1. Müsste gehen. So, hat er das jetzt? Wie viel hast du mir dann da gelassen? Wie viel? Was kann ich denn jetzt hier schmelzen?
66, na, das passt ja. So, dann schauen wir mal. Oh, ich sehe gar nicht, ob ihr das seht. Wir gehen mal auch wieder in die richtige Szene zurück. Bam. Ich setze mich mal hier wieder hoch. Vielleicht ein Beacon größer machen tatsächlich. So. So. Ja, guck mal, der King heute hier. weiter im Text. Das haben wir gecheckt, das haben wir gecheckt, das haben wir gecheckt. So, jetzt sagen wir ihm nochmal. Wir sagen ihm einfach. EP Order, Import. Wir sagen ihm nochmal, er möge bitte da. uns Iron liefern. Wir wollen drinne haben 150 Iron. So, das konfirme ich. Und exporte das. So, jetzt kriegt er wieder die Anfrage. Bumm. Iron, Iron, Houston, wir brauchen Iron. Zack. Hat er raus. So. So, das kommt rechts raus. Gut, dass er hier hinten so eine geile Anlage gebaut hat. Ich muss mir mal hier Rohre klauen. Ja, für mich ist das nämlich nicht... So, guck mal, hier 5. So, rechts ist... Jetzt hat er es links rausgehauen, das habe ich gesehen. Welchen Mode hat der? Jetzt müssten wir hier rausgehen. Welchen Mode hat er? Jetzt hat er wieder rechts rausgehauen. So, jetzt gucken wir nochmal. Weil der ist ja nicht im Mode 2, der ist in dem Mode 0. Ja, der ist im Mode 0. Er wird aber gesteuert. Ja, da stimmt irgendwas nicht. So. EP Order. MA Order. MA Order hat... Wo ist denn hier, wo hast denn hier Manual Order hingepackt? Herr Kollege. Achso, hier hinten. Auch da. Auch Eisen zufällig.
BTEFMR-Order. Oh, wir haben den Button gar nicht gedrückt. Warum hast du hier eine Zahl drin? So, wir machen hier erstmal wieder null. Confirm, Export, Export. So. War das hier MA Order? Import. Edit. Branch equal zero. To start. Ach so, das ist wohl so. LMAF MA Order. LMAF MA Order. Ist das falsch beschriftet? Das ist doch falsch beschriftet. Hier ist das O groß. Herr Kollege. Ja, wie kriege ich das jetzt da rein? Ach da. Boah, wie heißt denn das hier nicht? Oh. Labeler. Labeler. Oh ja. Battery. Oh ja. 3, 4. Und der. Authoring Tool. Buja! So, der kann weg, 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 der kann auch weg. So. So. So, jetzt ein Tablet MK2. Hätte ich jetzt ganz gerne. Und eine Configuration Card. Und noch eine Battery. So, jetzt können wir erstmal doof gucken gehen. Welchen Mode steckst du? Mode 0. Mode 0. Wann geht er auf Befehl? Der ist auch falsch programmiert. ICAFMA Order. Ja, falsch beschriftet. Ne, ich sag ja immer wieder, ne, sei präzise. Großes O. Großes O. Funktioniert denn noch besser?
Das könnte jetzt auch ein Beschriftungsfehler hier wieder sein. ICAF Auto Lathe Order. CAF Electronics Printer Order. Ah, wenn das nicht gehen würde, dann würde er das ja nicht machen. So, IC. Sorter nochmal. Import. Er muss sich ja irgendwo die richtig holen. ICAF EP Order. Strong C. So, da dürfte sich jetzt nichts verändern. Tut sich auch nicht. So, das ist schon mal nicht das Problem. So, ach so, das Problem ist ja, das haben wir ja schon festgestellt, dass der Sorter, wann genau, ach ja, jetzt müssen wir gucken, wann wird der Edit, wann wird der Sorter IC off? Ja, so one. Z-Batch Network. Das funktioniert hier irgendwie nicht. Die Zeile, die muss er fressen. Aber das funktioniert. Nur das nicht. Z-Batch Network, Mode 2. Sind die anderen denn im Mode 2 versetzt? Darf ich mal gucken? Mode 2. SOAFPB. Auch Mode 0. Wenn die angesprochen, ja. So, was haben wir hier noch drin? LCAF Deliver. Elia. Was ist das denn? Das sieht doch aus wie meiner. Warum heißt der LCAF Delia? Was ist das denn? Das ist der Fehler. Er findet ihn nicht. ICLF Deliver. Seid präzise. Mode 2. Mode 0. Aber wir probieren es nochmal. Mode 2. Ach so, er geht ja auf off. Er geht auf off. Ja, das war's. Das muss es gewesen sein. So, jetzt gehen wir nochmal ICAF Deliver. Jetzt gehen wir nochmal auf EP Order. Import. Edit. So.
So, confirm. Export, export. So, zack. Mode 2. Mode 2. Mode 2. So, was hatten wir gesagt? Rechts, ne? So, weil er sich schon gar nicht mehr sicher war, dann hat er das hin und her gebaut. Müsste eigentlich so sein, Bot. Ja. Bitteschön. So. Bildanalyse abgeschlossen. Was sagt uns das, werte Mit-Stationier-Kollegen? Ich sage es nochmal. Das aller wichtigste auf der Welt ist, seid präzise. Macht es nicht nur wie ich, macht es genau, also wirklich, haargenau. 50 Iron. Na, seht ihr. Da. Ja, den Fehler findet man auch irgendwie immer zum Schluss. 50. Ach nee, 0. 50. 25 hat er da, gibt's da, glaube ich, nur, ne? Boah. 25, so, confirm oder export. So, jetzt aber los. Ah, ich habe ihn mitten nochmal neu gestartet, aber es sollte eigentlich, ja. Jetzt, die Anlage wartet immer ein bisschen. Ja, das ist, überhaupt hier mit Kilopascal? Das kann aber nicht korrekt sein. Das hast du nicht eingestellt. Steht Megapascal. So, Stellite. Komm. Jawohl, Herr Stelloy. Anna geht wieder zur Ruhe. Ja, wunderbar. Also wirklich, ja. Das ist so eine klitzekleine Kleinigkeit. Aber dadurch, dass der Sorter-Chip den IC Deliver nicht sehen konnte, ist er niemals gestartet. Das heißt, der Sorter-Chip, der ist immer auf, der hat sich für die Richtung gar nicht interessiert, weil er den Deliver, der Deliver hatte immer einen State 0. Und State 0 heißt, ich mache ihm nichts. Ja? Heißt, warte ab. So, und deswegen hat er keine Richtung gekriegt. Und deswegen war der auch auf Mode 0. Das kann man dann immer ganz gut sehen. Ja. So sieht man das, ne? Wenn man den Deliver-Chip, wenn man den falsch beschriftet, aber wir haben ja schon zwei Fehler gefunden. Ne? Das ist so. Und was er da jetzt... Ach, das ist Raumdruck. Das ist der Raum selbst, die 148. Das ist der Raum, den er da... Alles klar, ne, habe ich verstanden. Weil man kann ja rangehen hier und dann sieht man, was er macht. Ne? Das ist der Raum. Alles klar, habe ich jetzt auch verstanden, Dragon. Ja, geil wie Sau. Ne, das war jetzt nochmal so quick and dirty dabei.
Ja, hast du das jetzt? Hat's noch nicht ganz. Irgendwie temperaturmäßig muss da noch was kommen oder er hat irgendeine. Hasteloy, was macht er denn bei Hasteloy? Was brauchen wir denn? 950 bis 1 kk und 25 bis 30, ja. Was machst du jetzt? Ein Knall-Award. Du hast keine Kühlung zur Verfügung. Du hast keine Kühlung zur Verfügung. Nicht wahr? Doch, du hast Kühlung zur Verfügung. Was knatscht hier? Irgendwas ist nicht ganz koscher. Das ist klar, das ist klar. Ach so. Irgendwas hast du hier mit deinem Tank nicht richtig gemacht, Kollege. Das war nicht gut. Aber er versucht auf jeden Fall zu kühlen und kann es nicht. So, jetzt kommt er auch vom Druck runter. Genau. Jetzt kann er das vielleicht anarbeiten. Also ihr müsst selber zusehen, dass die Furnace die richtigen Sachen am Schlüssel hat. Ne? Guck mal, er fährt jetzt schön runter. Ist ja auch gut so. Hier ist der Tank halt weggesprengt worden, aber okay. Ja, das braucht auch nicht mehr sein. Was war hier nicht ganz geil. So. So. Jetzt ballert er die Scheiße richtig schön weg und mal sehen, ob er das jetzt bringt. Oder ist noch irgendwas weggesprengt? Wundert mich, dass er jetzt so weit runterfährt tatsächlich. Output bei 25, also er kriegt keinen Input. So, naja gut, weil der Input immer bei 100 steht. Ja. Also irgendwie. Ach, weil der Tank fehlt. Der Tank fehlt. Ist klar, habe ich verstanden. Da seht ihr, was das Problem ist. Und Silos und was nicht alles. Gut, ist ja auch wurscht. Fehler gefunden. Beschrifte mal den IC Deliver richtig und alles wird schön. Ich hoffe, ich konnte helfen und wie gesagt, so die Anfragen, Leute, guckt wirklich nochmal 100 nach. 150 mal, ob ihr alles ordentlich beschriftet habt. Ja. Fehlerquelle Nummer 1. Ja, das ist halt so. Ne? Ach so, deswegen sind die Silos weg. Alles klar, ich verstanden. Macht's gut, Leute. Bis dann.